Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Companeros, der Covid-19-Virus hat die Welt im Griff und auch in Deutschland spitzt sich die Lage zu. Hilfsbereitschaft und Solidarität ist das Gebot der Stunde. Davon wird uns jetzt Heiner Bücker vom Koop Antikriegscafé berichten. Im Schatten der Corona-Krise verschärfen die USA jetzt ihre Kampagne gegen Venezuela, gefährlicher Zwischenfall vor der Küste des Landes. Während die Aufmerksamkeit der Welt auf die Eindämmung der Covid-19-Pandemie gerichtet ist, verschärfen die USA fast täglich ihr Vorgehen gegen die Regierung Venezuelas. Ende März setzte die US-Generalstaatsanwalt ein Kopfgeld in Höhe von 15 Millionen US-Dollar auf Präsidenten Nicolas Maduro aus. Auch weitere führende Repräsentanten des südamerikanischen Landes sollen gegen hohe Belohnungen an die US-Justiz ausgeliefert werden. Der Vorwurf lautet Verwicklung in den Drogenschmuggel. Mit der gleichen Begründung kündigte das Weiße Haus am Mittwoch an, vor der Küste Venezuelas Kriegsschiffe zu stationieren. Es gehe darum, das amerikanische Volk vor dem Einschmuggeln illegalen Rauschgifts zu schützen. Nur einen Tag zuvor hatte der von US-Präsident Donald Trump als Sonderbeauftragter für Venezuela eingesetzte Elliot Abrams Caracas die Bildung einer in der venezolanischen Verfassung nicht vorgesehenen Notstandsregierung verordnet. Diese soll zwar von der Opposition geführt werden, aber ohne den von Washington offiziell immer noch als Übergangspräsident gehandelten Juan Guaido auszukommen. Diese Kampagne gegen Venezuela sei eine schreckliche und elende Manipulation, urteilte Maduro. US-Präsident Trump versuchte die Aufmerksamkeit von der sich im eigenen Land zuspitzenden und extrem gefährlichen Krise abzulenken, sagte der Staatschef im Fernsehsender VTV. In den USA waren am Donnerstag rund 235.000 Fälle einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus festgestellt worden. Allein New York meldete nach Angaben der Johns Hopkins Universität fast 1.400 Todesfälle. Der Bürgermeister der Metropole, Bill de Blasio, beklagte bereits das Ausbleiben dringend benötigter Hilfsmittel. Trumps Lieblingssender Fox verglich die Lage am Donnerstag mit dem für die USA traumatischen Anschlägen vom 11. September 2001 und meldete außerdem, dass landesweit täglich mehr als 1000 Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie registriert würden. Trotz solcher Katastrophenmeldungen lehnt Trump Ausgangsbeschränkungen und andere drastische Maßnahmen weiter ab. In Begleitung hochrangiger Militärs verkündete er am Mittwochabend lieber voll Pathos, man werde das Virus an jeder möglichen Front bekämpfen. Präsident Mark Milley sekundierte: Wir sind im Krieg mit Covid-19, wir sind im Krieg mit Terroristen und wir sind im Krieg mit den Drogenkartellen. Wir sind das US-Militär und wir werden unser Land verteidigen. Venezuelas Regierung wies am Mittwoch in einer offiziellen Stellungnahme die Lügen und Attacken Washingtons gegen Repräsentanten des Landes zurück. Zugleich begrüßte Caracas in dem Kommuniqué allerdings auch, dass die US-Regierung zum ersten Mal seit Jahrzehnten dagegen vorzugehen versuche, dass über ihre Grenzen Jahr für Jahr tausende Tonnen Rauschgift geschmuggelt werden, die aus der Drogenindustrie auf dem Territorium ihres engsten Verbündeten und Partners Kolumbien stammen, so der venezolanische Präsident. Unter Fachleuten wird dagegen kaum bestritten, dass die Produktion von Rauschgift in Südamerika immer noch vor allem in Kolumbien beheimatet ist, wo sich Kartelle und paramilitärische Banden auf direkte und indirekte Unterstützung aus Politik und Militär verlassen können. Um die Drogen zu den Abnehmern zu schmuggeln, nutzt die Mafia alle erdenklichen Routen, etwa kleine U-Boote im Pazifik, aber auch den Landweg über die schwer zu kontrollierende Grenze nach Venezuela. Dort wird dann versucht, die Drogen per Schiff oder Flugzeug nach Nordamerika oder Europa zu transportieren. An den Flug- und Seehäfen Venezuelas machen Zoll- und Nationalgarde Jagd auf das Schmuggelgut und wer mit verbotenen Waren erwischt wird, dem drohen harte Strafen. In den internationalen Massenmedien dominiert dagegen die von Washington verbreitete Darstellung, Maduros Militär organisiert den Drogenhandel, behauptete etwa Bild schon Ende Januar 2019.
Wie sich Präsident Maduro einen Gangsterstaat schuf, hieß es im Mai 2018 bei Spiegel Online. Solche und ähnliche Geschichten gehören im Prinzip seit dem Amtsantritt von Maduros Vorgänger Hugo Chavez im Jahre 1999 zum Standardrepertoire der Kampagnen gegen Venezuela. Anfang der Woche kam es vor der Küste des südamerikanischen Landes zu einem Zusammenstoß zwischen einem Schiff der venezolanischen Küstenwache und einem unter portugiesischer Flagge fahrenden Kreuzfahrtschiff. Nach Angaben der venezolanischen Streitkräfte rammte ein Kreuzfahrtschiff mit dem Namen MS Resolute offenbar gezielt das Küstenwachschiff Naiguata und beschädigte dieses so schwer, dass es sank. Trotzdem kam die Besatzung der Resolute den Schiffbrüchigen nicht zur Hilfe, sondern lief den Hafen Williamstad in Curaçao an. Dort wird den Behörden Medienberichten zufolge der Zutritt zu dem Schiff verweigert. Das spreche für die Annahme, so Maduro, im Staatsfernsehen VTV, dass von dem Schiff aus Söldner an die Küste gebracht werden sollten, um Überraschungsangriffe auf Einrichtungen des Militärs und politische Ziele durchzuführen. Die Informationen, die über die RCGS Resolute verfügbar sind, wecken jedenfalls wenig Vertrauen. Bis Herbst 2018 fuhr das Schiff unter dem Namen Hanseatic für die deutsche Hapag-Lloyd Cruise-Linie, die dann jedoch den Chartervertrag mit der Bunny Adventure and Cruise Shipping Co. LDT auf den Bahamas nicht mehr erneuerte. Daraufhin übernahm die kanadische One Ocean Expeditions das Schiff und gab ihm einen neuen Namen. Allerdings musste One Ocean Ende 2019 Insolvenz anmelden. Aktuell fährt das Schiff offenbar für das in Hamburg und auf Zypern beheimatete Unternehmen Columbia Cruise Services. Jedenfalls fühlte man sich dort am Dienstag bemüßigt, per Pressemitteilung alle Vorwürfe der venezolanischen Behörden abzustreiten. Am Freitag nach Junge Welt Redaktionsschluss wurde bekannt, dass sowohl die Behörden von Curaçao als auch die Versicherung des Kreuzfahrtschiffes die Darstellung Venezuelas über den Hergang der Ereignisse bestätigt haben sollen. Aus venezolanischen Regierungsquellen erfuhr die Junge Welt, dass die Resolute im Hafen von Williamstad an die Kette gelegt wurde, bis die Ermittlungen abgeschlossen